Marielle schreibt, wie kann man die einzige Frau für einen Mann sein, eben ohne hinterherlaufen? Also, wie wird man zu der einen für ihn, wo er sich richtig bemühen will und nicht so für andere Frauen interessiert? Also, Marielle, ich eröffne dir ein kleines Geheimnis. Jeder gesunde, heterosexuelle Mann wird sich immer für andere Frauen interessieren. Immer. Wenn dir das nicht passt, schnapp dir einen Mann, den Frauen überhaupt nicht interessieren. Ja, du kannst mit ihm eine platonische Freundschaft haben. Aber wenn der Mann gut drauf ist, wenn der Mann Testosteron hat, dann wird er auf andere Frauen reagieren. Weil sein Körper will sich vermehren, genauso wie dein Körper sich vermehren möchte. Aus dem Grund möchtest du einen Mann, der für andere Frauen interessant ist. Ja, du würdest dich nicht für einen Mann interessieren, von dem du ganz genau weißt, alle Frauen finden ihn zum Kotzen. Das bedeutet, etwas mit seinen Genen stimmt nicht. Ja, du möchtest einen Mann, ja, auf den Frauen reagieren. Aber er soll bitteschön, ja, nur auf dich reagieren. Das ist Quatsch. Die Frage ist nicht, wie werde ich zur Einzigen für ihn. Die Frage ist, wie werde ich zur Besten für ihn. Ja, du möchtest ihn, du möchtest einen Halsband um seinen Hals legen, um ihn zu kontrollieren. Und das ist schlecht. Wir haben einen ganz anderen Ansatz. Ja, meine Schülerinnen lernen in meinem Coaching einen ganz anderen Ansatz. Die Kunst besteht darin, dem Mann die ganze Freiheit zu geben und so mit ihm zu kommunizieren, dass er bei der ganzen Freiheit nur mit dir zusammen sein will. Ja, Kontrolle ist was für Frauen, die Kontrolle des Mannes, die Versklavung des Mannes. Die Domestizierung des Mannes. Ja, du wirst ihn doch sowieso in einem halben Jahr, in einem Jahr wirst du ihn so... Was ist das denn? Ja, als ich ihn kennengelernt habe, war er hoho. Aber jetzt ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Ja, das willst du nicht machen und das will er auch nicht. Das bedeutet, dein Ziel ist es, als Frau so stark zu wachsen. Psychologisch. Emotional, nicht zuletzt spirituell, ja, was deine Seele anbetrifft. Weil Liebe ist nur aus der Seele möglich. Dann fühlt er sich bei dir zu Hause. Wenn er sich bei dir zu Hause fühlt, warum sollte er zu einer anderen Frau gehen? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Dass er sich richtig bemüht, ist auch so eins, ja, ich lege ihm mein Halsband um, damit er sich um mich bemüht. Weil wenn er sich um mich bemüht, dann habe ich das Gefühl, dass ich wertvoll bin. Und das kommt aus der Idee, dass, also ich halte mich selbst für nicht wertvoll, deswegen brauche ich von dem Mann die Bestätigung, dass ich wertvoll bin. Ja, ich werde mich in meinen Gedanken abwerten und der Mann an der Leine soll bitteschön mich aufwerten. Das ist geringwertiges Verhalten. Wir handeln hochwertig. Ja, wenn du daran denkst, die einzige Frau für den Mann zu sein, das bedeutet, dass du ja, die ganze Zeit in Konkurrenz mit anderen Frauen bist. Wenn du die ganze Zeit in Konkurrenz mit anderen Frauen bist, bist du weitaus mehr mit dir selbst beschäftigt als mit dem Mann. Und das wirst du auch, also das wirst du auf den Mann ausstrahlen. Deswegen wäre zur Besten für ihn. Schau mal, wichtig ist in erster Linie, dass du mit dir selbst Frieden schließt. Weil wenn du dich selbst abwertest, wenn du selbst irgendwo innere Konflikte hast, wirst du den Mann quasi als Werkzeug nutzen wollen, der immer verfügbar ist, um diese Konflikte zu lösen. Ja, das bedeutet, du wirst ihm Konflikte machen, die er durch seine Aufmerksamkeit lösen muss. Das ist etwas, was seine Energie runterreißt. Dein Ziel ist jedoch,
seine Energie, also etwas in seiner Aufmerksamkeit zu platzieren, was seine Energie steigert. Wenn du das machst, wenn du bei der Kommunikation mit ihm in seinem Bewusstsein Dinge erschaffst, die seine Energie steigern, dann wird er seine volle Aufmerksamkeit auf dich richten. Wenn du in sein Bewusstsein etwas platzierst, was seine Energie runterreißt, und eine andere Frau platziert in sein Bewusstsein etwas, was seine Energie steigert, rate mal, wohin der Mann seine Aufmerksamkeit richten wird. Du darfst dreimal raten, ganz genau. Ja, deswegen domestizieren könnt ihr höchstens Sklaven. Es gibt Sklavenmänner. Männer mit bestimmten Traumata, die darauf reagieren. Mit Männern, die so ab einem gewissen Level wird es niemals funktionieren. Das bedeutet, die Verdammnis nur in den untersten Kasten zu fischen. Wenn überhaupt. Weil auch die Männer unten reagieren auf bestimmte Sachen.